Was geht ab? Vegan Sausages. Und willkommen zu einer weiteren Episode mit Philipp. Yeah. Ich bin am Start, ich freue mich. Flowy Retreat. Ich habe ja schon solo ein bisschen geflowt und jetzt mal zusammen. Philipp hat es mit mir gehostet. Und er meinte, es ist zu arschkalt hier auf dem Balkon, aber mit Decke passt doch, oder? Ja. Zieh noch die Kapuze auf. Ja, passt so. Und jetzt schau dir mal den View an. Der View ist krass hier. Es ist so krass einfach. So. Warum sieht so nice aus? Weil wir sehen jetzt, ihr seht es wahrscheinlich nicht. Aber wir sehen hier halt, also es ist halt ein bisschen bewölkt und sieht einfach so magisch aus, so mystisch mit diesen ganzen Wolken, die da rumschwirren. Ich glaube, ich mache nach dem Podi eine Kamera flippig und dann mache ich ins Visuell, dass sie das auch sehen. Das ist echt schön. Ja, wir sind sick. Ich bin nicht mehr sick. Sick. Also ich meine, ich bin Gott sei Dank nicht mehr sick. Also sick, weißt du? Wir sind immer sick. Ja. Ja, nee, ich fühle mich gut. Kein Aber, ich fühle mich gut. Mhm. Ich krieg halt, es fühlt sich an wie so ein Frequency Upgrade. So. Weil ich bin so. Aber ich frage mich, wie das so. Ich finde es immer so spannend, wie das so passiert. So. Irgendjemand hat das so mitgebracht, dieses Sickness. Und dann Frequency Upgrade. Und dann sucht sich jeder so raus, was er daraus will. Ja, so, bei mir ist gerade so der Körper, der adjusted halt. So. Mein Körper fühlt sich so an wie Porzellan. Nice. Ich spüre meinen Hals, aber er tut nicht weh. Meine Nase läuft, aber es tut nicht weh. Und mir geht es einfach gut, weil ich habe meinen Körper so gepackt. Ich habe ein bisschen Rotz auf dem Longsleeve, aber passt. Nee, das ist. Ach so, ja. Passt. Hier unten Frühstück. Ah, okay. Das passt. Tragen halt 2 Wochen lang diese Longsleeve ohne zu waschen, ne? Ja, aber das ist halt so geil, weil wenn man wirklich richtig vibet, dann sieht man, wie alles scheißegal ist. Total. Es bist einfach du und du hast einfach Spaß. Voll. So wie wenn du einfach so ein Hunderudel siehst oder so. Die sind, ist doch egal, wie dreckig die sind. Die sind einfach so, lass spielen. Und da siehst du, wie egal dir alles wird. So, oh, das Handtuch ist irgendwie nass, so, wem gehört es? Und dann ist die einfach egal, weil du so am Viben bist. Und so kann es sein. Da siehst du so, ja, what matters? Und das bist du. Du. Und einfach du. Und das ist egal, wie du aussiehst und so, weil du willst einfach mitspielen. Und in so einer Frequency, da judgt dich keiner, wie du aussiehst und alles so. Alle schließen dich einfach rein ins Herz. Und gestern, das war so krass, war einfach so am Weiben, dass so, ich gucke auf die Uhr und ich drehe mich um, es ist dunkel, es ist 9:30. Ich dachte, es ist maximal so 5, 6 Uhr. So, was war das für ein Flow? Und ja, deswegen ist gerade Open Flow State Retreat. Wir flowen jetzt über das Flow State Retreat. Ich habe ja schon ein bisschen drüber geflowt, aber ich will unbedingt nochmal hören, was mein Bro dazu sagt. Wir haben es ja einfach mit 5 Souls gehostet. Philipp, ich, Fritz, der einfach am zweiten Tag sein Heimat war so, ich bin auch krank und dann war er out und hat einfach richtig nice die Challenge gehabt, keine FOMO zu haben und er ist eh so weit, mein Bro. Das war für ihn null Problemo. Eve und Julian, so 2 nice Souls, die so gecheckt haben und einfach wir 5 mit 11 Teilnehmern eine Woche hier in Österreich Königsleiten. Let the magic unfold. War sehr magisch. Ja, wie war's, Bro? Wie war die Woche? Bro, Wörter sind da echt so limitierend, weil das einfach so krass war. Sehr krass. Einfach alles in so den ganzen Aspekte, wenn man es so betrachtet, vor allem. Was ich immer so krass finde, ist, und was mir auch immer am meisten Spaß macht, ist, sich nochmal dran zu erinnern, wie die Leute am Tag 1 waren und wie die sich dann einfach über diese Tage hinweg sich weiterentwickelt haben. Und da gab es so, weiß ich nicht, gab es zum Beispiel jetzt die Anna, das kam jetzt zum Beispiel hoch, sie war so am Anfang noch voll insecure. Und danach war sie so secure, so richtig selbstbewusst. Und es war so schön, ihr Licht dann zu sehen. Sie hat es wirklich so freigelassen. Und man, ja, es war einfach alles so, alles war einfach so schön. Ganz kurz, Bro, stört sich, wenn ich meine Augen so auf die Nature reste und dir nicht so viel in die Augen gucke? Ja, ist okay. Ja? Aber ich darf auch Namen erwähnen. Ja, ja, alle, alle. Aber es ist okay für dich, weil ich finde es so geil, so in diese Ferne zu gucken. Dann gucke ich auch in die Ferne. Oder wie geil ist das, oder? Das gibt mir so viel, es gibt mir so ein schönes Gefühl. Und ja, wie du gesagt hast, diese Worte. Da war auch gestern, ich war so mit Britney auf dem Balkon und sie war so, okay, what's going on here in your chest? Und ich war so, weil ich habe wieder so krasse Sachen erlebt, wo einfach so krasse Downloads, wo einfach ich halt schon weiß, wenn ich da rauskomme, die Worte so I'm not gonna even try, keine, aber I try, so was heißt try, so ich weiß halt, das ist einfach so 0,01% kommt mit dieser Frequency von Worten durch, weil diese telepathic Hits, die ich bekomme, die sind so krass einfach und Sachen, die man halt erlebt, die einfach wow, weil Experience so, das ist es erfahren. Und ja, deswegen benutze ich hier viele Worte, ihr wisst eh, ich rant darüber oft, aber halt, ja, diese Worte. Und deswegen war ich auch zu Britney so, ey, meine Higher Mind gibt's mir so, ey, lass was Tieferes jetzt mal on the surface bringen in dieser menschlichen Erfahrung, wie wir so Next Level connecten können. Und ich meine,
Ja, und das machen wir schon. Wir viben. Warum sage ich immer, dass wir viben? Weil Vibe ist lauter als alles. Als alles. Da kommt eine Person und ich will sofort ihren Vibe. Sofort. Und die Leute, die ich hier um mich rum habe, so, ich sehe es einfach so in Farben, in Lichtern. Und ja, und es ist so, die will ich um mich rum haben. Und der Vibe, so, das ist lauter als alles. Und das fühlt man so viel mehr als irgendwelche Worte. Und das, quote unquote, kann nicht lügen. Das ist einfach klar. So, I can see through your words, through your bullshit. Wie Genetik rappt. Mama, was stimmt mit den Menschen nicht? Warum passt, was sie sagen, zu dem, was sie wirklich denken, nicht? So, und dann Leute auf diesen Vibe zusammenbringen, und deswegen die Leute, die ich ausgesucht habe fürs Flow State Retreat, das haben sich ja so viele angemeldet und einfach so 11 Souls, weil so, wenn es zu viele sind, dann können wir nicht so tief gehen und das ist unser heißes Excitement, so tief zu gehen mit jeder Person. Und ich habe einfach so einen bunten Mix genommen, dass die Leute aus so unterschiedlichen Welten kommen, aber auf dieser Frequency mit so bunten Farben, mit so schönen Farben. Und dann haben wir so ein buntes Schnitzelbild gemalt. Ja, erzähl mal, Bro. Ja, ich erzähle nur kurz zu den Bewerbungsvideos, fand ich auch sehr spannend, weil ich weiß nicht, wie es so für dich war, aber für mich war es so, die sind alle so nice Souls gewesen. Und das so rauszusuchen und rauszupicken, wer dann wirklich so zu dem Retreat am besten passt, war schon nicht so easy. Aber ich fand, wir haben es richtig gut gemacht. Und ich fand es so cool, weil es gab so viele Persönlichkeiten, die dann auch so ähnlich waren. Da kam zum Beispiel, ich sage jetzt mal, der Quirin. Da gab es noch einen anderen, den wir auch hätten wählen können. Und die waren so vom Vibe her so ähnlich. Aber nein, wir wollten nur einen Quirin hier haben. Und es war einfach so. Und halt, wir haben den Quirin genommen, weil der ist halt so... Der hat so besser dazu gepasst, so von der Frequency so. Da habe ich gesehen, weil alle, die sich beworben haben, sind ja in unserer Family. Die fühlen wir alle. Und es ist ja so, die sind ja weiter auf ihrem Weg und jeder kann sich nur selber heilen. Und mit so vielen, die kickt es eh rein. Es ist so synchronistically einfach unavoidable, weil alle, die aufwachen wollen, alle, die ihren Livestream in diese Richtung gehen, die sind alle, we're gonna meet again. Und sonst hätten die sich gar nicht beworben, wären die gar nicht relevant, dass wir uns treffen. Und so... 2, 3 Souls, die sich beworben haben, waren einfach auf der Play-Party und dann nochmal auf dem Meetup, da haben wir sie da getroffen. Andere Souls, die mit denen schreibe ich viel und ich merke, wie die sich mehr und mehr auf diese Frequency selber kicken und es war ja nicht das letzte Flow State Retreat und dann beim nächsten und dann da und dann eventually they're all coming home und ob wir uns dann da sehen oder in Kopangan, es ist einfach so, es ist nicht so das Flow State Retreat, das heilt mich, sondern du bist es und wir nehmen halt den Mix, wie es so richtig die Magic unfoldet. Und ja, Mann. Ich fand es aber einfach so schön, weil wirklich, wir hatten diese 11 Souls dort und alle haben so gut zueinander gepasst und es war einfach so schön vibey, nonstop und ohne Krisen, keine Wallerkrisen, weil wir wirklich alle vom Herzen gesprochen haben. Immer wenn was war, dann haben wir, ich weiß nicht, das fand ich so cool, zum Beispiel von Nico, der hat irgendwie was Falsches von mir aufgenommen, ich habe ihm irgendwas gesagt und er hat es falsch verstanden und er hat aber sofort mich so rausgezerrt und meint so, hey, wie meintest du es da? Und das fand ich so cool, deswegen bitte ich auch mal zu euch, seid viel offener zu Menschen, redet genau, was ihr fühlt, versucht nicht irgendwie zu schlucken, weil wenn ihr irgendwas schluckt, dann bricht es irgendwann aus wie so ein Vulkan und dann spürt man das ja auch so, weil die eine Person dann so ein Bad Vibe gibt, obwohl es einfach total unnötig gewesen wäre, weil, ja. Und das habe ich von Anfang etabliert, so, ja, folgt nicht meinem Excitement, folgt eurem, Herz zu Herz, so, ihr fühlt, was sagt es, denkt nicht zweimal drüber nach, sprecht sofort an, wir wollen diese Frequency, bam, 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 immer wieder, wir wollen dich sehen, wir wollen so viel, wie du von den anderen hier erwartest, so viel erwarten sie von dir, gar nichts, wir wollen hier einfach nur sein, wir wollen deine true natural self, wir wollen uns alle mehr finden und hier so einen fruchtbaren Boden, wo es so dazu einlädt, sich verletzlich zu zeigen, man selber zu sein und dann immer diese so, sie machen es, wie Nico kam auch so zu mir, weil er hat mit wem anders geredet und hat ja so eine Assumption und dann so, es hat seinen Kopf gefickt und er kam sofort am nächsten Morgen so zu mir, fertig, kann ich mit dir reden und ich dann so, und wir reden darüber, er so, oh nice, fühlt sich so gut an und ich dann so, siehst du, Bro, das so rauszupointen, siehst du, immer sofort vom Herzen ansprechen, du merkst, es ist in deinem Kopf und jetzt gehst du in Assumption-Mode, machst Annahmen und frag einfach vom Herzen und am Ende auch habe ich den Leuten gesagt, ey, ich war so stolz zu euch, weil ihr habt das so geschafft, wirklich vom Herzen zu teilen, dann war auch egal, so am Ende bei dieser Sharing-Round,
ob wir jetzt in der kleineren Gruppe sind oder in der großen Gruppe, alle scheren einfach vom Herzen. Das ist ja egal, ob eine oder zwei oder drei oder 16 Personen im Raum sind. Mhm. Wenn wir alle auf dieser Frequency scheren, ist es einfach, ich will mich da einfach vom Herzen reinlegen. Mhm. Und ich habe zu allen Leuten gesagt, seht ihr, wie nice ich das anfühlen kann? Mhm. Macht das doch weiter, weil ich höre nicht auf damit. Ich mache das schon lange. Alles, was aus meinem Körper fließt, egal wie, kommt nur vom Herzen. Und das ist so frei und das ist so nice. Und dann zieht man genau das an und alle Relationships transformieren sich zu dem, weil so viele Leute haben so viele Masken, dass sie da so spielen und im Job sind sie die Person und auf Social Media die Person. Und sei doch einfach deine true natural self. Immer, immer, always und from the get-go, from Sekunde 1, immer. Mhm. Und dann ziehst du, und dann, es ist so geil, weil ich kann einfach fertig sein, weil jeder kennt mich. Jeder kennt mich. Viele Leute wollen mich falsch verstehen oder wollen es nicht checken, aber so, meine Frequency, die kommt einfach durch und so, ja, nicht so, ja, so, ja, es ist doch so dieser schöne Filter, dann lauf doch weg von mir, dann judge mich doch heftig, aber du weißt, wer ich bin und ich kann ich sein und ich muss mich, egal in welcher Situation, nie verstellen und kann mich immer vom Herzen rausfalten und ich sein, weil alle Leute Bescheid wissen, weil ich bin. Das ist auch mal das Nummer 1 Kompliment, was ich bekomme. Ey, Ferdi, im Social Media und hier, du bist genau so. Es ist wie so ein Live, lass uns reden. Nur, dass es halt live ist, dass ich das steuern kann. Es ist so geil. Du bist wirklich genauso, wie du im Real Life bist. Und das ist so nice. Seid doch einfach ihr, teilt vom Herzen. Und das halt so wirklich mal zu erfahren. Wirklich mal, weil dann ist man halt in einem Umfeld, wo man fängt an und dann so, hä, wie, da. Und dann, das lädt halt gar nicht dazu ein, weil die anderen Leute, die wollen nicht reingehen, weil sie so Angst haben vor der ganzen Veränderung, die dann kommt, wenn man auf dieser Ebene teilt. Aber wenn man so mal das in der Woche erfährt, wo das so richtig einlädt und das erfährt, wie ich immer sage, seid mal zwei Tage in meinem Körper und erfahrt meine Realität. Ihr nehmt einfach, was auf eurem Schreibtisch steht und schmeißt alles runter. Und folgt einfach nur noch eurem Excitement, weil ihr checkt, ihr seid es und ihr kreiert irgendein Shit, ja, what you put out is what you get back und ihr erfährt es. So, und du kannst ja alles machen, was der Grund irgendwas so machen, wenn es dich nicht excited. Deswegen folgt deinem Excitement, das bist du, deine true natural self und what you put out is what you get back. Du kriegst das zurück, es bist du. Und du kannst irgendwann anfangen, warum nicht jetzt, weil es gibt nur das hier und jetzt oder jetzt. Und dann, wenn du es halt mal wirklich erfährst, wie es halt auch sein kann, dann willst du es nur noch. Und dann machst du es mehr und mehr und weniger den anderen Shit und dann nur noch. Ja, was war das für eine Woche, Mann? Und ich habe voll Lust, über eine Sache zu reden. Also ich fand es voll schön. Ich hatte sogar eine Person dort gehabt. Philipp ist verliebt, so nice, ja, und das einfach. War so schön, die hat mich so versüßt, die Retreat-Woche nochmal. Es war so oder so, wäre es auch so magisch gewesen, aber es war so krass, Leute. Weißt du, dadurch, dass ich so offen rede mit anderen Menschen, passieren immer so magische Sachen. Es ist wirklich so, wenn ich zum Beispiel jemanden sehe und ich finde die Person einfach sofort mit einem Blick super sympathisch, dann sage ich das auch einfach so direkt und ich gebe ihr einfach oder der Person dann einfach Komplimente oder und wirklich von Herz zu Herz. Und das ist so krass zu sehen, was es so zu diesen Menschen dann so macht, weil es einfach so, jo, der meint es ja wirklich ernst. Und für mich war das sehr verrückt. Also ich habe wirklich wir waren gerade unten da am Stausee hier in Königsleiten, sind dann hochgefahren mit dem Transporter von uns, hatten erstmal kurz eine lustige Panne gehabt. Das Auto hat dann krass gestunken und dann plötzlich war oben, wo wir halt hier wohnen im Haus, stand ein Auto mit ganz neuen Teilnehmern und da war diese Pauline, die war so süß und ich habe sie echt so sofort sympathisch gefunden, war so, wow, was für eine Soul, was für eine Energie. Und das habe ich einfach direkt gesagt und Leute, was war das? So nach 2 Stunden habe ich mit dir dann rumgemacht. So. Was nicht mal 2 Stunden und das meine ich. Der so, Vibe, weißt du, der ist lauter als alles und ich sehe euch hier sofort so, boom. So und dann wirklich so nach, keine Ahnung, gefühlt nach einer Viertelstunde, ich fange so an Ketten zu bauen, ich gehe aufs Klo, ich so, wow, wie verkuschelt sind sie denn da auf dem Sofa und küssen sich und war so schön. War und deswegen halt so, einfach so, das ist halt hier einfach Umstände zu kreieren, wo alles normal ist. Und es ist so oft so, nicht so in Boxen packen und das da, es gibt keine Box und nicht so, okay, wir machen hier ein Retreat, das sind Teilnehmer, wir sind die Hosts. Hier ist es irgendwie anstrengend und bin auf Service. Nee, wir verschmelzen, wir sind eins und wir normalisieren alles. Und dann kannst du einfach alles erleben, weil alles ist eins und was dich excited. Und dann hast du einfach alle Formen von Connection und dann physically, emotional, also auf alle Weisen und dann einfach so, weil Liebe hittet dich einfach und dann nicht so, oh, ich kann das hier nicht erlauben, weil es eine Teilnehmerin, das macht man nicht und mit seinen Freunden macht man kein Business. So diesen ganzen Shit kann man sich alles sparen, wenn man es gecheckt hat, weil diese ganzen Limitations kreiert man, weil man eben krass negative, limitierende, angstbasierende Glaubenssätze hat. So, okay, ich mache meine Beziehung nicht auf, weil ich will gar nicht diese Möglichkeit, dass
dieser Umstand kommt, weil dann tut es mir aua am Herzen weh. Ja, warum tut es aua am Herzen weh? Weil du denkst, du bist nicht genug. Und anstatt an deinen Limiting Beliefs zu arbeiten, machst du einfach überall Grenzen. Weil, oh, im Business werde ich eh immer wieder gefickt, weil einfach mein Leben ist eine Achterbahn, weil immer die Limiting Beliefs kicken und da machst du nicht mit meinen Freunden, weil dann ist es ja, aber wenn du einfach deine Glaubenssätze quote unquote durchgespielt hast, dass du einfach fucking wirklich checkst, dass du genug bist, dann kannst du einfach nur flowen und alles ist doch eh eins und alles überall in allem erfahren und musst gar keine Grenzen mehr setzen, nichts irgendwie Labels drauf klatschen, sondern einfach nur dieser Free Flow. Und dann erfahren wir einfach in dieser Woche alles. Alles, was uns excited. Und dann sind so schöne, weißt du, oh, und dann sind wir da am Flowen, Philipp mit dem Dance-Workshop so, und dann war es immer so hot da und dann wieder Partner wechseln. Ich habe mit 3 Partnern, wir haben uns so liebevoll und zärtlich geküsst und so, oh, aber ich habe sie geküsst und ihn, ja, ich mache keine Annahmen und ey, Love is infinite und da ist kein, so, ich packe da kein Limit drauf, wir wissen alle, dass wir genug sind und Liebe so zu erfahren und für each other und sich für den anderen zu freuen und da ist mehr Liebe ins Kosmos, in die Herzen ballern, das ist so schön, das kann so geil und so frei sein, wenn du checkst, dass du genug bist und alles dann anspielst und sprichst und dann kommen eben so Challenges, dass dann Aua ist und dann eben, dann gehe ich rein und transformiere es, weil da ist es ja, danke, weil woher kommen die Emotionen, die gibt es ja nicht in einem Vakuum, die kommen von was du glaubst und was du glaubst, das erfährst du und dann bam, aua, hier kommt was, eine Challenge, und geil, dann gehe ich rein. Ja, was glaube ich gerade, um das zu fühlen? Ah, und dann frage ich den Ferdi und dann transformieren wir es. Und bam, weil das so, wer da draußen möchte nicht spielen? Wer da draußen möchte nicht Kind sein im Kopf, frei sein im Kopf, frei, sich wirklich frei sein? Jeder ist ja frei, aber das zu glauben und zu erfahren, wer möchte nicht seinem Excitement folgen? Wer möchte nicht seinem Excitement, so, das ist alles Dinge, die jeder machen will. Das will jeder. Aber du hast halt Glaubenssätze, weil die so limitierend, negativ und angstbasiert sind, dass du denkst, dass wenn du deinem Highest Excitement folgst, dass du stirbst, unter der Brücke landest, arbeitslos, so get in touch with your belief system, weil das, so, du hältst dich zurück, du sagst, dass es nicht geht, what you say goes. Und das eben, die Leute sind schon on so einem magical point, wo die so reingehen wollen, aber halt das, und das halt auch ansprechen, nicht dieses Double Denial, so, nee, da ist nichts, sondern, ey, ja, ich fühle so krass, was du sagst, aber, und dann darüber reden und ich will das transformieren und da ist dieser fruchtbare Boden, das für eine Woche zu erfahren, oh, krass. Fuck yeah. Fuck yeah. Und dann den anderen das halt auch so vorzuleben, so, weißt du, und dann haben wir da so zusammen rumgemacht und dann ist eine Person da so vorbeigegangen und war so, sie wusste nicht, was sie in dieser Person, in dieser Situation machen soll. Und am nächsten Tag kam sie zu mir, ey, Ferdi, kann ich mit dir reden? Ich wusste nicht, wie ich da so umgehen soll, was ich da, und dann gehen wir rein. Und dann so, ah. Und dann checkt die Person, ja, sie ist es und machen und dann macht sie. Du meinst jetzt beim Tanzen oder wo war das? Nee, wo wir da so auf dem Sofa lagen, weißt du noch? Ah ja. Mhm. Und dann war eine Person, die war so, hat es halt so gesehen, die war so dabei, aber sie wusste nicht, wie sie da so, wie sie da so reagieren, also wie so sie findet es nice, aber sie weiß nicht, was sie da, und dann Fehler am Platz fühlen und so, und halt sie checkt hier, dass es so nur sie ist, und dann habe ich sie einfach gechannelt und bam und ihr gegeben, und dann war sie so, ah ja, und dann einfach so, und dann das halt literally in dieser Woche zu sehen, wie die ganzen Leute einfach, weil moment to moment, you're a new person, und es ist so krass hier, weil das UFO hebt ab, du bist ganz weit weg von deiner Familie, von deinen Alltags-Challenges und du siehst, wie es wirklich sein kann, Tag ein, Tag aus, wie einfach, wie schön, wie frei. Und wie gesagt, wenn du es erfährst, das ist, was zählt. Und dann, so wie auch beim 1.0, die Retreat-Teilnehmer, das sind alle unsere Freunde, wie die einfach alle machen, wie Leopold einfach macht so, macht jetzt seinen eigenen Party. Er hat so gecheckt, wie Ron einfach seine Vision und er macht einfach, wow, wie Maciej ist ja auch hier wieder dabei. Einfach macht so. Wir sind am Feuer, macht uns einen Aesthetic Dance, er macht jetzt sein eigenes Flow State Retreat, der bam, 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 bam. Jamie, macht das mit, die sind einfach beste Freunde geworden, weil Synchronicity regelt eh. Und ja, Mann, let's go. Ja. Aber so schön zu sehen, wie wir alle so zu einer Family wurden. Und es ist einfach auch so krass für mich. Also es ist nicht so krass für mich, weil wir das so halt, diese Intention auch gesetzt haben, aber es ist so schön zu sehen, wie alle so close wurden zueinander. Wirklich wie eine Big Family. So am letzten Tag, wo die dann alle gegangen sind und noch am Frühstückstisch saßen, so mein Herz hat so, war so schön warm vor Freude, vor Liebe, einfach das so zu sehen, dass unsere Family, alle lieben sich so gegenseitig und noch vor einer Woche waren wir alle nur Stranger, aber
einfach, jetzt sind wir so, so dick zusammen und so close und es ist einfach. Und halt von Sekunde eins ging es halt los, Herz zu Herz, weil wir das etabliert haben. Und deswegen hat sich halt so nach einer Woche angefühlt, als würden wir uns schon Jahre kennen, weil viele halt so, ja, Ferdi, bei mir ist schwierig. So, ich so, nee, du verstehst nicht. Ich muss dir erstmal meine Geschichte erzählen. Und dann rekreieren sie immer den ganzen Shit von der Vergangenheit. Und bis sie dann Leute wirklich ins Herz lassen und auf dieser Ebene teilen, dauert es dann teilweise Monate oder Jahre. Und wir skippen einfach den ganzen Shit, weil wir kreieren alles im Hier und Jetzt, die Zukunft und die Vergangenheit. Du kannst einfach jetzt hier einfach sofort mit uns losspielen. Und weil wir halt so sind, weil wir halt diesen Boden, diesen fruchtbaren Boden setzen, das ist so ansteckend, dass Leute einfach so... Ja. So, ich hatte so eine Vision, da habe ich unsere Farbe gesehen. Die war so schön und bunt. Und andere Leute, die halt noch so Schleier über sich tragen, was ihnen gar nicht gehört, einfach so Ballast, was nicht sie sind, einfach dieses Artificially Personality Construct, einfach Glaubenssätze von ihrer Familie, die sie von ihrer Familie haben, die von ihrer Familie, die sie einfach mit sich rumschleppen, so diese, wie so ein Schleier, der einfach so, der so ein schwerer Mantel war. Und dann haben sie sich an unserer Farbe so angedatscht, schauen so ihre Hand an und nehmen den Mantel und reißen die runter und sind diese bunte Farbe, die ja jeder in sich ist, jeder ist 100% Energy, 100% Licht, gefiltert durch einen Glaubenssatz, was du glaubst, das erfährst du, und reißen ihn einfach runter, so, ich bin genug, ich kann mitspielen und spielen mit, und das, die sehen es bei uns und die sind so, so, haben so Bock, so, und dann erfahren, und dann von Sekunde eins, und dann kann man einfach diese ganzen Steps skippen und fuck, ja. Das merkt man auch hier nochmal bei dem Open Flow State Retreat, hier gibt es manche Leute, die uns so nicht kennen. Aber das ist so krass, wenn die kommen hier rein, setzen den Fuß ein und plötzlich ist es so eine ganz andere Welt. Weißt du, wir sind hier voll offen, voll vibey, voll touchy. Und für manche war das so, hey, ich weiß nicht, ob ich das wirklich fühle. Und dann paar Stunden später genau, machen sie mit allen rum und sind so, oh mein Gott, das war das Schönste in meinem Leben. Genau, und die meinen auch so, es war so healing auch so. Und es ist so schön zu hören, weil man dann so, ja, weil man doch ein bisschen so... in so einer Gesellschaft lebt, wo es dann ein bisschen so alles, wie so ein Schleier, ist man... in seinen Glaubenssätzen, so, nee, das kann man noch nicht machen. Und dann, wenn du es mal loslässt und diese Farbe wirklich in diesen Händen hast und merkst, oh, es macht so schön, und du merkst, wie gut es deiner Seele tut. Und das macht mich so glücklich, das zu hören von anderen Menschen hier, wie ja, einfach fucking healing das ist. Ja, warum mache ich diese Play-Partys? Weil viele wollen es so falsch verstehen. Nee, es ist Next-Level-Ceremony. Von Sexuality, sich da so verletzlich zu öffnen, da kommt alles hoch. Und da zeigt es, wo du bist. Und einfach die Gesellschaft ist krank, verstört in der Richtung. Sie ist einfach verstört. Und deswegen ist es so, dass für die Leute so, die sagen dann so, Io, Ferdi. Aber weil die denken halt so, wir machen Io-Sachen. Aber nee, wir machen wirklich Sachen, die so schön sind und so liebevoll sind. Und ja. Einfach vom Herz zu Herz. Ja, so viel wie du in dem Raum von den anderen erwartest, so viel erwarten sie von dir gar nichts. Einfach hier ist ein Ort zu sein und hier ist alles normalisiert. Hier kannst du an allem so, nicht so, oh, ich würde gerne hier meine Sexuality exploren, mit anderen Frauen, Mann zu Mann rumflowen und mal gucken. So, ich weiß doch nicht, worauf ich stehe, wenn ich nicht explore. Aber nee, so, hier ist ein Ort, wo dich niemand judge, und du kannst einfach sein. Voll. Und jeder will dich als deine true natural self. Und jeder will, dass du reinfühlst und deinem Excitement folgst. Und solch, und deswegen... Boah, mit Britney, die Vision, in Kopangan, join doch die Family Affairs, doch komm doch einfach mit, du bist doch frei. Du bist doch frei, du kannst doch einfach diesen Winter, kannst du einfach zum Flughafen gehen, kannst du für ein paar hundert Euro nach Kopangan fliegen und kannst doch einfach mir eine DM schreiben und mit uns mitflowen. Kannst du doch einfach machen. Mhm. Außer du sagst, du kannst nicht, dann kannst du nicht, weil du sagst ja. Ja. Und es ist so schön. So, auch jetzt diese. Ich mach nicht so viel Werbung, Bro, weil sonst ist die Insel so voll. Ja, aber sie ist schon jetzt schon voll. Nee, Bro. Bro, das ist hier wieder ein Limiting Belief. Weil, was ist zu voll? Ey, ich mach nur Spaß. Eben. Nehm's ich weiß doch, ernst, ich weiß doch, weil Positive Energy is integrative. Und das ist halt der schöne Filter, weil, ja, wer hört hier zu, die Bock haben? Und wer kommt wirklich? Die wirklich Physical Action, die nicht nur Bock haben, sondern die, genau, die es wirklich gecheckt haben, die machen. Und genau die wollen wir. Wollen wir die haben. Genau, und deswegen. Kommt vorbei, kommt alle. Wir aber nur, wenn es euch excited so. Ja. Und erwartet nichts von mir, weil ich schulde euch da gar nicht so. Es ist einfach, du bist es, du. Und das bringe ich dir bei. Und das ist einfach dieser Free Flow. Genauso wie ich dir erlaube, ey, ich will nur dich, du musst gar nichts. Erlaub mir, dass ich sein kann und nichts muss. Und das mache ich auch einfach, ob du willst oder nicht so. Und das so hier wieder eine Lesson. So, Ferdi, du musst. Nee, ich muss gar nichts. Du musst auch gar nichts. Und genauso muss ich auch gar nichts. Und dieser Free Flow. Wow. Und jetzt auch diese Woche, oder Bro? Einfach so, weil das ist hier gerade so, ich will halt immer so neue Sachen exploren so, und jetzt gerade so, was sind zu viele Menschen? Ja. Wenn man vibet, gibt es das halt nicht. Jetzt sind wir gerade 22 Souls
in zwei Hütten, wo echt so eigentlich schon. Nur so 16, 17, 18 Leute reinpassen. Ja. Aber es passt halt trotzdem, weil wenn man vibet, kann nicht zu wenig Space sein. Und es ist so krass, die Leute, wie die aufgehen. Alle, weil halt die Synchronicity untereinander mit manchen, ich habe gar nicht so viel gequatscht, aber dann hat man halt die Abundance-Synchronicity, wo es dann zu den Leuten die kickt, die so Next Level connecten. Und dann kickt es auch mich zu denen, wo ich Next Level. Und dann ist dieser, und heute, jeden Tag kommen die Leute, heute Morgen wieder, es kamen so alle zu mir mit so einer Dankbarkeit, weißt du? Mhm. Und ich so, ja, danke dir, weil du bist es so. Weil so, ja, ich kriege hier den Umstand, aber ohne euch bin ich hier alleine so. Wir sind es, wir. Danke dir, danke mir, danke uns. Und jetzt lass einfach viben. Mhm. Und solche Umstände revealen einfach alles, so where you at, und sehen einfach, wie klein deine so-called Problems sind. Die wiegen nichts. Die kreierst du und du gibst ihnen so viel Gewicht, aber die wiegen nichts. So. Du kannst aufhören, denen Gewicht zu geben. Und einfach so hier, wir gucken hier auf die Aussicht und schau, alles ist doch gut. Hey, everything is okay. Alles ist nice. Und ich habe doch unendlich viel Zeit. Was ist diese Zeit? Die gibt's nicht. Und so, ja, was excited mich? Das mache ich. Und es ist nicht so, dafür habe ich keine Zeit. Ich bin busy. Was ist busy? So, ich habe doch immer Zeit. Es gibt nur das Hier und Jetzt. Ich bin doch immer da. Ich existiere. Ich kann nicht aufhören zu existieren. Warum mache ich nicht, was mich excited? Und dann habe ich Zeit für die Dinge, die ich wirklich machen will. Und es ist so krass, ey. Jemand so krass, das hat mir, was heißt schon, wir sind alle so krass. Aber eine Person, die ich schon lange, quote-unquote, influence, heute Morgen hat sie mich angerufen und er hat gesagt, er hat endlich die ganze Formel gecheckt auf Follow Your Highest Excitement. Und was er jetzt macht, und ihr werdet es eh mitkriegen, fuck, er macht es jetzt halt wirklich. Und er ist jetzt wirklich seine true natural self und macht einfach, folgt seinem Excitement und keine Erwartung auf irgendeinem Outcome. Und er will einfach in einer Beziehung sein mit allen Leuten, wo er ist, und hat gar keine Erwartung, wohin die Beziehungen gehen, weil wenn die nicht zusammenbleiben, dann ist es doch gut so, weil sonst erlaubt man den anderen Personen und sich selber ja nicht zu fliegen, nicht selber man wirklich man selber zu sein, sondern ist in einer Beziehung mit einer Person, wo man nicht man selber ist, eine true natural self. Und das dient ja keinem, dann erlaubt man sich selber und der anderen Person nicht da zu sein, wo man wirkliches Glück, eine wirkliche Ekstase jede Sekunde erfahren kann. Fuck ja. Und einfach alle am Bock. Was heißt alle so? So, einfach, das ist so frei, nichts zu judgen. Einfach so, Bro, ich bin krank, Mann. Ich merke, meine Stimme kratzt. Ich könnte jetzt ewig labern, aber ihr wisst doch eben, im letzten Podcast, hört euch die letzte Episode an, weil da, genau an diesem Punkt, bin ich richtig reingegangen. Aber den Rant habe ich ja schon gebracht. Ich will eher noch mehr von Philipp hören, so. Philipp hat so schöne Workshops gemacht. Das hat mir so zum Beispiel so Spaß gemacht. Einfach, ich bin so, hättest du vor 10 Jahren gesagt, so, Bro, du machst hier, hostest dann hier so Workshops, so vor Leuten, so, ich hätte gesagt, nee, never ever, ich hätte so Schiss gehabt, ich hätte richtig so Bammel gehabt, und zwar einfach, es war so schön zu sehen, so, boah, das Excitement ist da, ich habe so richtig Bock, und ich habe einfach, früher hätte ich wirklich so Lampenfieber gehabt, so, aber das hatte ich null. Wenn es wirklich so dein Excitement ist, dann ist dein Lampenfieber weg, ist einfach so, ist einfach das Excitement ist da und es ist einfach so ein schönes Gefühl zu sehen und dann solche Workshops zu hosten und dann zu sehen, das, was du tust und den Leuten Anweisungen zu geben und dann die Action zu sehen und einfach dieses Endergebnis zu sehen, war so schön. Ich habe halt zum Beispiel, was für mich am schönsten war, es war sehr emotional, war halt dieses The Art of Central Couple Dance hieß es und da geht es darum, das fand ich voll schön, weil auf Koh Phangan war das so, dass ich sehr unsicher war, wenn es ums Tanzen ging, weil ich habe früher immer Clubs gemieden, weil ich Leute, die unter Alkohol waren, einfach nicht, die haben mich sehr getriggert und ich habe auch nie Alkohol getrunken in meinem Leben. Und dann war es so, auf Koh Phangan habe ich dann Aesthetic Dance für mich kennengelernt und habe es so geliebt und bin wirklich 3-mal in der Woche immer hingegangen und ich bin da so aufgeblüht und Leute kamen zu mir und meinten immer so, Philipp, wie machst du das? Wie kannst du mit jedem so tanzen, mit jeder Person? Und so, du bist so frei und du bist genau so, ich konnte mich da so expressen, wie meine Seele so ist und das war einfach so ein schönes Geschenk. Und dann habe ich da einen Workshop besucht und es hat mir noch wirklich so den letzten Rest gegeben. Das ging darum, wie man halt seine Sensuality, wie man seine Sexualität beim Tanzen nochmal ausleben kann und wirklich sich nicht dafür schämt, dass man das tut. Und das war so krass, weil viele, wenn ihr zum Beispiel, denkt mal an Salsa oder Bachata
Und wenn man da so zuschaut bei diesen Tanzarten, dann ist immer, siehst du ja immer, wie schön und wie heiß das eigentlich aussieht. Aber die meisten Menschen können das nicht erleben, weil die einfach diesen Skill nicht haben. Und bei diesem Workshop, den ich halt jetzt auch gegeben habe, geht es darum, dass man diesen Skill-Part einfach, man nimmt den raus und lasst einfach diese Sensuality trotzdem da. Einfach jeder Mensch kann ja tanzen. Jeder hat es in sich. Und einfach kann sich expressen mit seiner Bewegung. Und es ist einfach so schön, wenn man das einfach tut und erlaubt. Und weil viele Menschen haben einfach das Gefühl, dass wir, wenn sie mit einer anderen Person tanzen, dass, ja, hey, was denkt er jetzt von mir? Judgt er mich und so? Und genau bei diesem Workshop, was ich gemacht habe, geht es darum, mal das so frei zu lassen. Und es war so powerful. Es war einfach so, für mich sehr emotional auch, weil ich das gesehen habe, wie die Leute da losgelassen haben. Und Ferdi meint es ja auch vorhin am Anfang vom Podcast. Dann hat Ferdi dann zum Beispiel mit Tanzleuten, dann Tanzpartnern geküsst. Und dann haben auch andere das so gemacht. Und das mal so zu sehen, wie die wirklich da losgelassen haben. Wow, ich habe wirklich Tränen in den Augen gehabt. Und zwar, ich habe mich so krass gefreut, weil das ist so mein Ziel gewesen, dass die Leute sich fallen lassen können und sich wirklich safe fühlen, sich sicher fühlen und dass sie wirklich einfach mal so sein können, wie sie sein wollen in diesem Moment und wirklich diese Emotionen auch hochfahren können. Und ja, es war einfach, war sehr krass. Genau, ich habe dann noch so andere Workshops gemacht. Ja, willst du jetzt noch was sagen? Ja. Du. Boah. Süßer. Ey, in Kopangan hast du mich auch voll inspiriert. Weil es war ja so unsere ersten Aesthetic Dances und war ja neu für mich und ich bin open-minded so und ich weiß noch gar nicht so, was excited mich, sondern und dann ist es so, weißt du, ich fühle es so für mich und tanze so ein bisschen mit anderen und ich sehe ja dich und alle anderen und ich sehe ja eure Frequency und dann sehe ich so, ah, der Philipp tanzt mit so vielen und ich dann so, ja, ist es nice? Ich so, I don't know, lass mal tryen und dann so, das ist ja übelst nice. Übelst nice, ja. Ich habe so, klar, wenn ich irgendwie so low energy bin und mich nicht so gut fühle, dann eher so bei mir, das ist voll nice so. Aber die Energy kommt halt dann so krank. So, wie oft war ich so, oh, heute mache ich so easy, aber ich tanze mit anderen. Und 6 Stunden später bin ich einfach so, fuck, ich habe so kranke Dance durchgespielt, wie soll ich jetzt schlafen so? Weil es so, Energy can only flow if you fucking go. Und ich sehe den Philipp, wie er so mit allen tanzen, so richtig albern. Und ich sehe, ist das nice? So, I don't know. Ich fange so an, so Leute, die man halt noch nie gesehen hat und man dance mit denen und ist halt so voll ich und spielt so und nimmt sie an die Hand und leadet so und führt sie einfach so und man sieht ja so voll die Person, das ist ja wieder der Vibe, der ist ja so klar, die Person, das ist so, man merkt so, hat sie nicht so Bock, nein, okay, dann nee, aber sie hat voll Bock, ja und wow und dann, das hat mich so inspiriert. Okay. Und, das war so schön. Und ich habe es ständig gehört, dass ich so viele inspiriert habe, war so, so krass. Ey, Bro. Deswegen, Leute, wenn ihr mal auf der Tanzfläche seid, tut mir mal diesen Gefallen. Macht mal einfach von Moment zu Moment. Versucht mal einfach wirklich so eurem Excitement zu folgen. Allein beim Tanzen, wie krass powerful das ist, wie viel Magie denn dahinter kommt. Das ist und denk nicht zweimal drüber nach, dieses so, sondern mach einfach. Mach und schau, was passiert. Mach und schau, was passiert. Und Konsens und alles, das ist ja so klar. Man merkt den Vibe ja so klar. Mach deine Intention einfach klar. Und wenn dir irgendwie der Vibe dann dich nicht excited, ja, warum bist du dann da? Dann geh wohin, wo es dich excited. Dann komm mit nach Kopangan, komm zu einem Aesthetic Dance, schau mal mich und Philipp an. Und dann tanzt du einfach mal mit uns. Wahrscheinlich tanzen wir dich eh an, so. Und dann, auf jeden Fall. Yes. Und ja, was ich noch sagen wollte am Anfang, so dieses so, ist es so schön, vor anderen Leuten einfach so man selber zu sein und kein Lampenfieber und so. Und das, die Journey ist halt alles. Das ist natürlich nicht von Anfang an so, sondern das ist so schön, weil die Journey ist es. Es gibt keinen Anfang, aber ankommen. Aber wenn du deinem Excitement folgst, dann ist das in deinem Excitement inkludiert, weil du willst das hier machen. Voll. Und dann deckt es das auf. Oh, ich denke hier, ich bin nicht genug und habe hier deswegen Public Anxiety. Aber du machst es halt trotzdem, weil es dein Excitement ist. Voll. Du stellst dich deiner Challenge und danach, wow, das hat sich so geil angefühlt. Beim nächsten Mal ist es leichter und leichter und leichter. Und ich bin halt an dem Punkt, wo einfach, es ist mir wirklich so scheißegal, ob ich vor einer Person oder 100.000 Personen rede. So, wenn ich jetzt hier bei Joe Rogan sitze, es ist mir scheißegal. Es ist wirklich so und das ist so frei, weil ich bin einfach ich und das ist so frei und ich weiß, ich bin genug und da fehlt gar nichts. Und ob ich dann bei Misha Jan jetzt sitzen, Party mache, ob ich hier einfach solo flowe oder mit Julian Ziedlow vor ganz Rocker-Team irgendwas rede, so, oder hier von den ganzen Teilnehmern, das ist wirklich so, ich bin einfach so calm und das strahlt man halt so aus. Und deswegen liebe ich es halt auch,
viel zu reden, so am Anfang, damit dieser Vibe im Raum ist und alle so, oh, nice, nice, was er sagt, ja, okay, und man merkt halt seine Calmness und dann schwappt es halt auf andere über und dann sagen sie oft auch, boah, ich war so aufgeregt, aber dann war es einfach weg, so wo es losging. Und dann habe ich so die ersten Leute gehört und dann war ich so, oh, nice. Und deswegen, follow your highest excitement, get the entire formula. Ey, auf Insta, es ist oben gepinnt bei V-Gain Strengths, geh auf V-Gain's Mind, schau das Video an, geh auf Spotify, Higher Mind, Link ist immer unten drunter, unter dem Podi, schreib mir die DM, ich gebe dir Zugang zum Google Drive Folder von Bashar, auf Spotify, Higher Mind, hör the entire formula 10-mal an und check's doch einfach und mach's und dann bist du's. Ja, und vor allem, ich finde das richtig geil, weil viele Leute sind so, ha, die wissen ja nicht, wie die das so folgen sollen. Deswegen nochmal so, zum Beispiel beim Tanzen, setzt euch da einfach mal so einen Zeitraum, hey, in diesen 4 Stunden mache ich es wirklich, wirklich, ich versuche dieser Formel da zu folgen und schaut einfach und du wirst sehen, es wird so krass funktionieren und dann kannst du es auch in deinem Alltag versuchen, immer mehr und mehr zu inkludieren, sodass es dann einfach du ein glückliches Leben hast. So, komm einfach ins Machen. Je weniger, so, was auch immer machable für dich ist, mach es. Wenn du auch sagst, so, okay, Negative Ego, wir lassen einfach nur 10% meiner Higher Mind durch und folgen meinem Excitement. Nur 10%. Und dann wirst du sehen, was aus diesen 10% krasses resultiert. Und dann machst du es mehr und mehr. Und dann machst du es nur noch, weil dann willst du nur noch du sein. Ja. Bro. Aber ich bin nur neu, wie fandest du so meine Workshops? Ich habe ja so noch einige da gegeben. Ich finde das so nice, dieses so einfach so. Einmal so dieses Family-Gefühl, ich habe ein Team, ich quote-unquote muss und ich will ja nicht alles selber machen, weil das ist ja so schön, weil du sagst es halt anders und dann ist es so nice, weil dann kommt es noch besser an bei den Leuten, weil dann ist es hier, so wie ich sage, wissen sie ja schon, weißt du? Und dann sagt es ja Philipp so und dann habe ich ja auch immer mitgemacht und das ist so schön, einfach so, jetzt kann ich einfach so mein Brain ausschalten, also das heißt ausschalten, aber jetzt kann ich halt einfach so mitmachen und das ist so dieses 3x3-Minuten-Spiel, das ist so powerful, so, ja, die mit der Person, mit der du am wenigsten bisher connected hast, so nach 3 Tagen haben wir das gespielt, mit Absicht nach 3 Tagen, weil dann hat sich halt schon rauskristallisiert, mit wem hat man am wenigsten Zeit verbracht, wir haben es nach 3 Tagen gespielt, damit man halt ab diesem Punkt ist man einfach auf der Next-Level-Connection mit dieser Person und verbringt mehr Zeit mit dieser Person und wir wollen halt, dass dann auch noch Zeit ist, also noch mehrere Tage und dann gucke ich mich so um und dann ist so ganz klar, mit dieser Person, mit diesen beiden Personen habe ich am wenigsten Zeit verbracht. Die eine guckt mir auch in die Augen, dann war ganz klar, wir beide machen das. Und dann war einfach so unsere Relationship so next level. Und es ist auch einfach so powerful, dieses so one-on-one. Und dann ist auf diesem Level quasi schon egal, was so die Frage ist oder worüber man redet. Einfach vom Herzen sharen, was kommt. Das haben wir dann teilweise auch gemacht. So, share einfach mal so, was dich jetzt am meisten beschäftigt. Und ja, es war einfach so das Tanzen, das war auch so schön, wie du das gemacht hast. Was soll ich sagen? Es war einfach, es ist so, und dann halt auch so, und dann habe ich eine Julian, hat ja Meditations öfter gemacht, joine ich so eine Meditation von Julian und einfach so, wie schön es einfach ist, so ein Team zu haben und jeder hat einfach so sein Excitement, seine Farben und jeder addet was und dann ist einfach so dieser Organic Flow, wo, ja, so, was ist deine Excitements? Mach es. So, hey, beim nächsten, so dieses Mal Ketten, ich hatte so das Excitement, das ist easy, so konnte ich selber machen, hat jeder auch sofort gecheckt, beim nächsten, ich habe so Bock, so diese T-Shirts colorn mit so, wo man das so einschnürt und dann in Farbe, dass sie so geile Muster haben. Da meinte Jenny auch schon so, ja, ich kann das voll gut machen. Und ich so, ja, let's go, mach den Workshop so da. Und dann können wir einfach so viele nice Dinge machen. Und es ist halt für jeden auch so schön, Service. Service is one of the greatest gifts. Service is one of the greatest purposes in this human experience. And being of service is so nice. Und das halt zu erfahren, so einfach Leuten zu geben, das ist so schön. Und dann anderen halt die Möglichkeit zu geben, ist so schön. Und dass wir halt alle immer dieses Spiel von geben und nehmen und sich bei beiden so gut fühlen, weil ich hab's ja verdient, die Person will mir ja geben und ich bin ja genug, also danke. Und dann auch wieder excited, ich bin hier zu geben. Und jeder gibt halt seine Excitements und es würde dich gar nicht exciten, würde nicht irgendjemand da draußen oder ein paar oder viele oder so viele davon profitieren, sonst würde es dich gar nicht exciten. Du hast ein Gift. Du hast ein Excitement, there's someone to receive it, so follow it. And if it excites you, it's gonna support you. Voll. Ja, wir können jetzt ewig weiterreden.
Und jetzt diese Open Flow State Woche, Bro. Was ist das so? Was war gestern Abend? Einfach so Organic Play Partys passieren. So, ich bin so natürlich eh keine FOMO, sowas eh schon durchgespielt. Ich bin einfach so, ich gehe früh schlafen. Ich höre dann früh schlafen gegangen. Am nächsten Tag die Stories und so. Und das ist einfach so schön, wie einfach alle viben. Und alle haben es halt so gecheckt und können dann auf diesem Level viben und alle sprechen alles an. Und dieser Synchronistic Flow, the total orchestration of Synchronicity, dass einfach es genau die Leute zur richtigen Zeit am richtigen Ort zusammenkickt. Mhm. Oder man ist halt einfach so make your own, like, so wie Britney gestern kam, ey, can we talk? Und dann waren wir eine Stunde auf dem Balkon und bam. Oh, oder dieser Hike gestern, dann auf dem Hike, so wir dancen, wir sind einfach nur am Viben und dann kickt es mich synchronistically zu dieser Person, wir quatschen da, synchronistically zu dieser Person, wir viben einfach mit Musik und connecten da und dann synchronistically zu dieser Person, wir laufen vor den Ziegen weg und sind einfach so dumme Kinder, so. Das war so ein Film einfach. Und das ist einfach, ja... Das ist so krass, das ist so krass. Und halt einfach, das ist dieser, so wenn ihr schon mal so richtig beim Meetup dabei wart, dann kennt ihr den Vibe. Und so richtig so bis zum Ende geblieben, wo wir noch gekuschelt haben und alles, wenn ihr das kennt. Und, das, und so ist es hier die ganze Zeit. So ist es hier 24-7. Ja, einfach krass. Und da bin ich auch so ja, ich hustle hier so ein bisschen, la la la, aber es ist so geil, einfach zu sein. Einfach zu sein in dieser Frequency, sich rein und einfach so angekommen. Hier ist doch meine Family. Hier ist doch alles. So, ja, ich kann hier mein Handy holen und so, aber oft, ey, ich brauche hier kein Netflix, weil diese Aussicht perfekt ist und diese Aussicht und halt die Aussicht von diesen Leuten mit dieser Frequency und da willst du halt die meiste Zeit einfach präsent sein und halt auch so, gestern wir haben einen Film geguckt, aber halt so zusammen und dann mache ich oft Pause und wir labern und wir haben die übelsten Lachflash, das war einfach so witzig. Weil dieses Bad Acting und dann so darüber dieses zu sharen, das ist so, wenn du eine krasse Aussicht oder so siehst, alleine, ist das so krass. Aber wenn du das mit wem sharen kannst und wenn du es dann mit so vielen Leuten sharen kannst. Gestern und er zeigt mir die Aussicht, ich da, ich so, ey, Philipp, bleib mal stehen, hier die Bäume da so. Und wir sind alle so am Trippen, obwohl wir alle nüchtern sind, fühlen wir uns so high, weil das schaukelt sich so hoch. Wenn man das einfach each other zusammen das sharen, wow. Wow. Auf einmal Dinge, die du so viel Bedeutung gegeben hast. Oh mein Gott, hier, wie viele Likes hat der Post? Oh mein Gott, hier ist ein Fleck auf meinem Shirt. Oh mein Gott, das Handtuch ist von ihm und nicht meins. Er hat meine Zahnpasta benutzt. Auf einmal wird es alles scheißegal. Du siehst, what truly matters. And that is you. And then each other. Und du, you will do to others as you will do to yourself. So, deswegen, du willst anderen helfen und so, du machst das zu anderen, was du zu dir selber machst. Deswegen, you first, always. So, du willst richtig krass auf Service sein, helf dir selber. Und nur dann kannst du an, du willst die Welt heilen, heil dich selber. Und das ist so frei und so leicht. Und du musst gar nichts machen, da fehlt dir nichts. Du bist genug. Ich sehe es doch, siehst du es? Da fehlt nichts, da musst du nicht noch irgendwas machen. Einfach zu sein. Aber du willst ja dann was machen, aber du kannst ja alles machen. Warum nicht wirklich du selber sein? Lass doch deine Higher Mind dich guiden, dich selber guiden und deine True Natural Self werden und deinem Excitement folgen. So, sag doch mal einen Grund dagegen. Ja, Ferdi. Und dann kommt der Negative Ego. Bullshit. Schnitzelkacke. Aber du weißt doch in deinem Kopf, was das für eine Kacke ist, was du dir da erzählst. Was du alles machen musst, was du dir einredest. So. Du musst gar nichts. Wirklich gar nichts. Außer du sagst, du musst. Und dann musst du ja, weil du sagst ja, weil the universe loves you unconditional. Creation is made out of unconditional love. Unconditional love. Creation is you. Du. Wir sind alle eins. Und we are made out of unconditional love. Und wir lieben uns unconditionally, dass wir uns so sehr lieben, dass wir uns erlauben, uns nicht zu lieben, wenn wir das glauben wollen. Dass wir dann diese Illusion erfahren. So sehr sind wir loved. What you say goes. Never lack choice. Fuck. Und wenn du das checkst, so I'm that creator. Dann hörst du einfach auf, diesen ganzen Shit zu kreieren, weil du wirklich weißt, du kreierst es. Und schau doch meine Reality an. Schau doch, was erfahre ich für eine Reality. Ja, weil ich es gecheckt habe. Und nicht so, ich bin besser oder irgendwas. So, weil Jesus wollte einfach anderen zeigen, so, ey, du bist Jesus. Christ Consciousness, so, wir sind alle Jesus. Er wollte keine Follower, er wollte Leader. Wir sind alle Leader. Und so zu zeigen, so, ja, hier, schau, ich kann und du kannst auch, weil du bist es, du. Und aus der Connection, aus der Powerfulness kreierst du die Illusion von Disconnection, die Illusion von Powerlessness. The illusion of power versus the power of illusion. Verstehst du? Was machen wir jetzt, Bro? Wie jeden Tag. Flow State. Siehst du, das war doch so geil auf dem Balkon, oder?
Voll. Diese Aussicht, weil jetzt waren wir einfach so eine Stunde draußen. Ich meine, das ist so geil hier einfach so, man ist hier immer draußen und einfach so hier, wie man atmet und einfach so, und wir machen Lagerfeuer und wir sind alle so, dieses so, so oft in Society halt diese Schutzschilder, wo so, ja, I don't give a fuck, ich lass Leute nicht rein, weil dann irgendwie, weil halt Society dich dann da übelst tschatscht und so. Und wir haben das halt alle gar nicht, wir können einfach Kind sein. Und dann würden das andere so sehen, teilweise sind die so, die sehen ja meine Stories, weißt du, wir sind alle in der Küche, haben Bananen in der Hand und singen alle vier. Die so, teilweise, ja, was seid ihr für gestörte, dumme Kinder? Und dann die nächste DM, ich habe ja beide gesehen, ey, Ferdi, sorry. Ich wollte schon löschen, aber ich habe es da stehen lassen, weil, ey, ich, Mann, ich, das hat mich so getriggert und ich frage so, wieso? Und dann, ja, weil ich will auch. Und ich dachte halt so, und das einfach so halt wirklich zu machen und du zeigst es halt noch, du schämst dich ja wirklich für nichts und das ist so frei und ich will auch, Ferdi. Und dann schicke ich der Person zwei Podcasts, bam. Und jetzt hört sie die wahrscheinlich gerade, oder nicht? Ist mir doch egal, mach doch, was du willst. Ich mach doch keine Assumptions. Fühlst du busy, meinem Excitement zu folgen? Das ist einfach, wir machen Lagerfeuer, wir singen vier, wir kuscheln, wir schauen die Sterne, wir tanzen so. Einfach, was uns halt excited. Ohne so, denk nicht zweimal drüber nach, sondern einfach machen. Gestern, wir wandern los, ich fange so an zu dancen, alle so an zu viben. Ich war auf einmal so, ey, das ist hier wie ein Aesthetic Dance, aber den Berg runter, das ist hier noch geil, geiler. So gefühlt so, wow. Brrra, brrra. Alright, wegen Savages. Wenn ihr was von Philipp wollt, schreibt ihm eine DM. Ich verlinke sein Insta. Und ja, wenn ihr Barocca bestellen wollt, 10% mit dem Code Ferdi und ihr spart 10% und ihr supportet euren Boy. Und ja, dann roll ich jetzt einen nice Bashar Nugget. Und wenn ihr mehr Bashar wollt, schaut unten drunter unter Spotty, das Feed auf Spotify und schickt mir eine DM. Ich schicke euch einen Link mit dem Google Tri-Folder. Und eine Anleitung, wie ich empfehle, Bashar zu konsumieren. Let's go, heil dich selber, wie du willst, mach, was du willst. Freedom is your birthright. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Wir sind erstmal. The 11 elements begin with the very fact of acting on whatever it is that contains more excitement, more passion, more curiosity, more attractiveness, in a sense more love than any other choice at that particular moment. And again, we remind you, it doesn't necessarily have to be a life-spanning career. It doesn't necessarily have to be some gigantic project that takes years and years and years to fulfill or come to fruition. At every moment, you have all sorts of options available to you, even the ones you would consider to be ordinary or everyday. Taking a walk, talking to a friend, eating a meal, reading a book, watching a movie, whatever it may be. As long as you are taking action to the best you can on whatever it is that contains even just the tiniest bit more excitement and passion, curiosity and attractiveness than any other choice, and you just keep doing that to the best you can for as long as you can, you will be fulfilling that requirement of the 11 elements of excitement that will then lead you down the path that will fulfill your life automatically. So, the four steps, the first four steps are to act on your passion to the best you can. And when we say to the best you can, we mean taking it as far as you can till you can take it no further. And when we say take it as far as you can until you can take it no further, we mean that you need to also pay attention to what your society has established as an ability to do something. So if it countermands the laws you have agreed to abide by, if it countermands the ethics you have agreed to abide by in your society, if it countermands the morality you have agreed to abide by in your society, as well as the physical limitations that may be there for a variety of positive reasons, you cannot take it any further than that. And when you find coming up against that idea where you can take it no further, realize that's there for a reason. It's an indication that straight ahead is not your path, but taking a left or taking a right may be. So when you find that the excitement wanes, if you are not making it go away with your definitions, which is always the first thing to pay attention to, make sure you're not dampening the excitement with your negative belief systems. But if it's truly waning and truly showing you that you do not need to continue down that particular path that originally came to you in the form of excitement, then that's your first clue that you need to look around for what is next, containing more excitement than any other choice, because that is the turn you need to make and you need to take
at that moment. So if you act on your passion to the best you can, then the third component of this formula is to act on that passion to the best you can with absolutely zero, and I mean zero, assumption or insistence on what the outcome is supposed to look like. Because the truth of the matter is that your physical mind, while it might sometimes guess correctly or closely or similarly to what the outcome does happen to look like, it very often has no clue what the best possible outcome actually needs to look like. So if you understand that your insistence on a particular outcome is actually limiting you from what an outcome could be that might be many times better than what your physical mind was capable of imagining, you won't insist, you won't assume on what that outcome needs to look like, because you really will finally be humble enough to let go of the idea that your physical mind knows for certain what the best outcome for you is. It doesn't in most cases, but your higher mind does. It's on the mountaintop, guiding you in the valley below, helping you turn left and turn right on the path that is truly you by sending you the language that is translated from the higher mind to the physical mind in the form of energy that your body experiences as passion and excitement. But the actions that you take are the response that need to happen. There must be a physical action, because physical action is actually the language of physical reality. And if you're not actually acting on the passion that your higher mind has sent you as a message, then you're not speaking in the language of physical reality. And if you do not take those actions on your passion, then there is no purpose in your higher mind sending you more opportunities to act on your passion if you haven't acted on what it's already sent you. So the idea, again, is to act on your passion with no insistence, no assumption as to what the outcome should be, and know for a fact that whatever manifests will be the outcome that at that moment you need to experience for whatever reason. You have to know it's there for a reason. And this brings us to the fourth point of the 11 elements, and that is to choose to remain in a positive state no matter what manifests from the actions that you take, because even if what manifests is, in objective perspective, something you don't prefer, objectively speaking, you have to know that it's still got to have manifested for a reason that can serve you. There's got to be a reason why that particular thing showed up in your life at that moment. Even when you chose to act on your passion, something showed up, perhaps, that is representative of what you don't prefer, but it's got to be there to serve you. If you stay in a positive state, you will understand how to use it in a positive way, and you'll be able to extract the benefit from it, and you will see and start to understand why that showed up. If nothing else, it can be as simple as something you don't prefer showing up to give you more contrast between what you don't prefer and what you do prefer, and make what you do prefer more clear in your mind. And that's a positive way and a preferable way to use what you don't prefer. And as soon as you use it up in a preferable way, it will go away because you have, in fact, used it for the reason it showed up. If you refuse to accept that what showed up has any part in being in your life, you're the one that makes it stick around longer than it needs to, because you're refusing to validate something that is actually a part of your life that has shown up and manifested before you. So the idea, again, is to come from the positive state as the fourth step, to allow yourself to know that it has to have manifested for a reason. And if you stay in the positive state, you will get to use it in a positive way and get a benefit from it. Now, that's the first four steps of the 11 elements of excitement. You act on your passion to the best you can, no insistence or assumption as to the outcome, and you remain in a positive state so that you can get the benefit from whatever it is that manifests, because you know it's got to have manifested for a reason that can serve you. When you do that, when you act on these four steps and stay in that positive state, you then unlock all the automatic tools that will serve you and act to your advantage in life. And these are the remaining elements of the 11 elements of excitement. Your life becomes a driving engine. You have the energy to move forward, because when you are excited about acting on your passion, it gives you the energy to do so. It becomes the driving engine. You can't wait to act on it. You can't wait to get up in the morning and start doing the things that you love to do.
It becomes the organizing principle of synchronicity, which literally brings you things in the order in which you need to act on them by showing you which ones contain more excitement, more passion than any other choice. Whatever it is you didn't have time to act on at the end of the day, when you are excited about going to sleep, you didn't need to act on that day. It literally organizes every facet of your life and allows you to experience a monumental flow of perfect timing in terms of how things and opportunities come to you that you need exactly when you need them. Not a moment before, but not a moment later than you need it. And then the third thing is it becomes the path of least resistance. Your life starts to flow more effortlessly. You don't have the idea of resistance, of pushing against things, of forcing things to happen. It's just an automatic function that you start slipping and flowing through your life more easily. And you see that the manifestations happen more easily, more automatically in your life. It becomes the path that connects you to all expressions of excitement in your life that are relevant for you to experience. Whatever it is that will be relevant for you will come in perfect timing. Whatever doesn't come isn't relevant for you, at least not at that moment. So don't stress, don't be impatient, don't push, don't force, thinking that something has to happen right now or something is wrong. Let it come to you automatically in the form it needs to come. And remember that whatever form your excitement and passion does come in doesn't mean that that's the form that actually has to come to fruition. Sometimes the idea will come in a certain form just to get you to make a move because your higher mind knew that if it came to you in that form, you would take action on it. And then perhaps it will lead you to where you need to be so that what really needs to happen can happen for you that serves you best. So never assume that the form the excitement comes in is the form that has to actually come to fruition in physical terms, because you don't know that that's the case. And again, that's why it's important to drop the insistence that a certain outcome must happen, because you don't really know why your excitement manifested the way that it did, but you'll find out if you just go with the flow of whatever it is that excites you at the moment more than any other thing. The idea is that your path may seem to be winding, but if that's really the path of least resistance and the path of connectivity for you, that's relevant for you, it will actually be the fastest path. What may appear to be a shorter path that may seem to be straighter, if it's really not your path, will contain so much resistance that you'll actually go more slowly on that straighter path than you would on the winding one, which is really the path of least resistance for you. Then the next element is the idea that it is the path of support, where it will bring you whatever form of abundance you need to allow you to continue to keep acting on your excitement. But you have to remember that abundance can come in many forms. Yes, on your planet, you have a form of exchange that you call money, and that's fine. It's equally valid to any other form of abundance, but it's not the only form. Being given a gift is a form of abundance. Having something to trade with someone is a form of abundance. The idea of your imagination is a form of abundance. Synchronicity is a form of abundance, and communication is a form of exchange and abundance that can bring you everything you need if you allow the different forms to work together. Sometimes you may need just a little bit of money, and then sometimes you may need to be added to that something that someone gives you, or you find that you have something to trade with someone to add to it, or you find that communicating something to someone will give you the information you need to move forward. Let all the forms come together to form the 100% abundance that you may need, because it may not always be necessary for one particular form to fill the 100%, and it may not be the path of least resistance for it to do so. So let the abundance come, let the support come in whatever way it needs to, in whatever form it needs to come, so that you always have the 100% abundance that you need made out of different forms that will allow you to continue to be able to act on your excitement. Because remember, our definition of abundance is simply the ability to do what you need to do when you need to do it. That's it. That's all it takes. So you have the idea of the driving engine. You have the idea of the organizing principle of synchronicity. You have the idea of the path of least resistance. You have the idea of the path of connection. You have the idea of the path of support. And now you have the idea of the path of relevance, as we have said, where the things that are truly relevant for you will come to you through that synchronicity, and the things that don't come are simply not relevant for you, at least not at that moment. They may become relevant for you, they may not,
But the point is you have to know that you have to trust the way your life unfolds. And what it brings you is, if you're operating on that frequency, what you actually need. And nothing else will come because you don't need it. Again, at least not at that moment. If you do need it at some point, the organizing principle of synchronicity will bring it to you, will bring you the opportunity, will bring you the doorway to walk through, will bring you the information you need at that moment to do what you need to do when you need to do it. So trust the idea that relevance is key. It's not, again, about the idea of what is possible. It's about the idea of what is probable, what is relevant for you to be fulfilled as the you that you are. And finally, you find that the element that wraps it all up is the reflective mirror. In other words, as you are moving forward on acting on your passion and your excitement, one of the things that may happen is that the reflective mirror tool may reveal to you, may bring something up in you that is not in alignment with your excitement. You may be holding on to an unconscious negative fear-based belief system that you didn't know was there. So when you move forward and accelerate on your excitement and raise your frequency, you are more capable of handling in a positive way what the reflective mirror may reveal to you has been lurking inside your unconscious mind that you didn't know was there, so that in bringing it to your conscious mind, you can realize that there is something out of alignment with who you prefer to be, and recognize that if you analyze what the actual belief is saying to you, you will realize it makes no sense. And when it makes no sense, it's gone. That's the end of the process of letting it go. If you still behave the same way that you don't prefer to, then that's your first clue that you haven't found the fundamental belief, or that some belief is making you believe that this belief that you don't prefer still makes sense somehow. Find that belief and let that go, because sometimes beliefs will collect together to form self-sustaining cycles. They'll support each other, they'll reinforce each other in a manner that doesn't necessarily allow you to make a change within your belief system, because they're telling you that if you do, something bad will happen. They make you afraid to let go of things. They make you afraid to change. But you have to remember, as we said before, you're changing all the time. It's not a matter of having to learn how to change. It's a matter of realizing that you're changing all the time and deciding for yourself what you want the next change to be, how you want to define it, who you prefer to be as a being, how you wish to express yourself, what you prefer your reality to reflect back to you. So the reflective mirror, paradoxically, while you're acting on your passion, may bring up things that are not representative of your passion, but having the reflective mirror, here's the paradox, bring to your attention things that are not reflective of your excitement is part of your excitement. Because without discovering those things, you wouldn't know that there is something holding you back. You wouldn't be aware of that negative and fear-based belief that once you let go of, you can add its energy to the momentum of your passion and accelerate yourself that much more quickly forward in the direction that you prefer.